So, dann machen wir mal Zufallsmusik einfach, passt schon. Team bearbeiten. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Naja, wird schon. Ja. Wir fangen. Ich nehme jetzt mal dieses Vieh mit, was angeblich so OP sein soll. Eins brauche ich noch. Nehme ich gleich mal das mit. So. Die Pokémon habe ich jetzt scheiße leider nicht. Egal, es sollte noch. Ja, hier das kann ich noch nehmen. Ich bin bereit. Und ich habe jetzt ein paar Doppeltypen, aber shit. Egal. Hab ich auch. Nehme ich erstmal das Team. Oh. Weißt du, was das Endinalos für eine Attacke hat? Dynamax-Strahl oder sowas. Ja. Und dann denke ich mir so, what? Echt, der noch nichts gemacht hat. Passt schon. Hat sich aber so rauskommt, dass es gefurzt hätte. Okay. Montenegro. Ja, genau, das war dieses Ding, was so Arsch OP ist. Ja, du bist tot, 100%. Oh, ja, das wird wehtun. Ja, das Ding hat einen Spezialangriff von 300 und sonstiges. 300! Ja. Das Ding ist so Arsch OP. Das ist eine Attacke. Weltrausch. Ist sie Stahl? Ja. Ja, das ist sehr mittelmäßig gerade. Knack, nochmal. Nein. Oh, knackert schneller, das habe ich nicht gekommen sehen. Nee, ist gerade auch nicht wirklich. Pokémon habe ich nicht, das ist schlecht. Vielleicht habe ich eine Attacke, wer weiß. Ja, Nö. nevermind. Ein Volltreffer, nur deswegen. Ja. Hi, Primajune. Okay. Habe ich irgendwas sehr Effektives gegen dich? Ja! Oh. Endina. Ah, stimmt. Ist ja auch Drache. Jetzt Mal bin ich mal gucken, wie gespannt, schnell wie die die ist. aussieht. Hey, die ist ja voll scheiße. Ein Schwert und Schild hat er die noch aus der Brust geschossen. Ja. Okay, ein Schwert und Schild wurde auch noch zur riesigen Hand, aber. Das stimmt. Ich habe auch. Oh. Ein Problem mit deinem Drachen-Pokémon? Nein, eigentlich nicht. Ja, verdammt. Nein! Oh. Ah. Und der Sandschirm legt sich natürlich auch noch. Det.
Oder den legendären. Die kriegt ihr aktuell noch nicht. Den habe ich halt, weil ich halt über den Emulator spiele. Brutalanda. Hey, jetzt kann ich mal wie dieses die Attacke mal testen, wenn ich schneller sein sollte. Ja, das wahrscheinlich. Ja, Draco Meteor. Na, auf 9. Nice. Eskalatin, danke schön für dein Follow. Ein Volltreffer, du hast es heute aber auch. Jetzt haben die Lust. Ich bin mal gespannt, ob das jetzt auch die ganze Zeit hier nur so, ob das jetzt auch hier steht wie so ein Stein. Nee. Dün, 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 dün. Aua. Ja, jetzt. Das ist. Mit Mods spielen sieht so spaßig aus. Ist es ja auch. Das Ding ist auch sehr gut, ne? Das ist es in der Tat. Und wird schneller. Und. Weg. Rimu, danke schön für den Follow. Aber das Ding ist auch übelst gut. Feuer, Wasser ist das, ne? Ja. Wow. Das sind jetzt noch ein bisschen mehr, aber. Ah, wow. Yes. Siede Wasser. Wow, die kommen ja nicht mal aus den Dingern raus. Okay, jetzt kommt Spinny. Garabax. Ach, das ist dieser Psychokäfer. Ein Eschern. Ja, doch. Ja. Hi, Dennis. Hi. Ja, das war's. Kann man die Regeln ändern, dass wir wieder alle einfach 50 machen? Das weiß ich nicht. Weil jetzt wieder das Problem haben mit dieser Verbindungsscheiße. Ich gebe mein Bestes. Wir können andere Regeln spielen, wenn du möchtest. Ja. Ach, du kannst jetzt auswählen. Oh, nee, ich. Nee, du. Normale Regel, ne? Ja. Dann. Na ja, dann. Kommt das Standardteam raus. Monentigo ist aber übelst OP, ne? Das Ding ist. Ja, wir hatten Despotank One-Shot. Dim, badam, bam, bam. So, wir nehmen wir noch mit. Ich weiß nicht. Ich nehme einfach den mal mit. Boah, da müsste ich ja nicht alle drei mitnehmen, wenn schon denn schon. Hellion beste. Geschmackssache. Ich finde Hellion auch das beste Starter-Pokémon von der Generation. Das war doch die von Schwert und Schild, oder nicht? Das sind die Schwert und Schild-Starter. Ja. Ich gebe Monetigo gleich noch eine Chance.
Vielen den guten Sepp. Dankeschön für die drei Rosen. Ich weiß gar nicht, wie man da so ein Bild macht. Musst du beim Ding auf die Map gehen und da gibt es nochmal diese extra Option wie den Pokédex und all das. Ah, da habe ich ein paar Grafikbugs. Naja. Bin gespannt, wie das aussieht. Ist das neben? Oh, Delfinmann. Okay, dafür, dass es nicht sehr effektiv ist. Das war normal effektiv? Das war normal effektiv, ja. 10 Rosen, wenn du Dima besiegst. Und wenn nicht, und wenn Dima mich besiegt? 100? Ich will mal noch sehen, wie das aussieht, der Donnerorkan. Endlich. Wow. Bin beeindruckt. Ich auch. Und wie? Ah, scheiße. Wie hast du die legendären Pokémon in Game bekommen? Kriegst du so nicht normalerweise. Los, das beste Pokémon auf der ganzen Welt. Oh, der geht direkt damit. Natürlich, wenn schon, muss ich das doch Glurak, bei Glurak machen. Aber Pokémon Home geht noch nicht. Ich spiele ja beide auf dem Emulator. Endlich. Glurak, gib alles. Was? Jawoll! Ja, der nimmt nur die Hälfte an den Schaden von Feuerattacken. Das ist ja wohl nicht wahr. Doch, ist das. Ja, das war's mit. Egal, er hat seinen Dienst erfüllt. Richtig. Er kann in Frieden ruhen. So. Gebanntes Pokémon. Nein, nein, nein. Ja, wenn ich schon cheater, dann richtig. Richtig. Sollen wir nochmal sehen, was er jetzt drauf. Ja, ah, du wirst es verstehen. Los, egal. Monetigo! Na, Schweif. What? So gefällt mir das. Und ich bin auch noch schneller. Bam! Oh nein! Jetzt wissen wir, warum ich gebannt wurde und du nicht. Jetzt weiß ich nicht, welches Pokémon du rausholst. Das ist noch viel schlimmer. Ah doch, ich sehe es. Oh, das Fehl-Pokémon. Oh nö. Emeteros. Ich probiere, ich riskiere es. Ich wollte gerade sagen, es trifft schon wieder nicht. Oh, das tut weh. Egal, Riesenhammer. Guck mal, dein Ding zieht mir fast so viel. Ja, das Ding hat 160 Stärke. Ja, ja. Aber das, die allgemeine Angriffskraft von dem ist auch nicht allzu hoch. Ja, das war's mit Nobara. Danke für das Glücksschweinchen. Heute wieder Spendierhosen an Dennis, ne? Auch. Der ist Cheat. Ach, nass Schweif. Ich bin doch sowieso schneller. Juckt. Alter. Das ist jetzt doof. Und so. Okay, los, Boreos.
Ah. Yes! Komm, Sepp, ich erwarte 10 Rosen. Tu's nicht für dich, tu's für die Rosen. Ich gebe alles, glaub's mir. Ding. Aber die hat noch drei Pokémon. Ich habe auch noch drei Pokémon. Ja, noch knapp. Oh mein Gott! Nein! Mann. Na, okay. Jawohl! Ich habe keine Chance mehr. Das war's. Ich schwöre, diese drei legendären Pokémon sind für den Arsch. Das ist auch keins gut. Erwartest du von drei Zeusen? Glurak, okay. Ah, hier kriegst du einen kostenlosen Turn. Muss aber nicht. Immer doch. Ach du Blöder. Unglaublich. Das zieht nichts. Wer kommt? Mu. Kann ich mitarbeiten? Mit dem hast du Full Life. So. Ah, so ist es noch besser. Oh, das ist natürlich nicht so gut. Und YOLO. Bin eh langsamer. nicht Oh, dein sehr Ernst. schön. Spukball. Sind die Pokémon so schwach aus der Generation? YOLO. Nicht daneben, schon wieder. Oh, YOLO. Naja, ich habe mehr erwartet. Ja, ich mache jetzt einfach nur noch das. Finde ich witzig. Ich nicht. Oh, der Glurak. Das ist doch momentan dieses Event, wo man das Drachenterra Glurak bekommen kann. Ah, das war dein letztes. Ja. Ja, das hat Glurak verdient. Nee, hat er nicht. Oh, doch, das hat er. Hat er nicht. Hat er. So, womit gehen wir jetzt rein? Das Monetigo soll angeblich so gut sein. Ha ha ha. Das ist für ein Arsch, das Ding. Ich glaube, ich gehe mit dem legendären Team rein. Oder ich. Ja, doch, ich gehe mit dem Legi. Also du kannst ja nächste Runde nochmal einen Wetteinsatz machen, Dennis. Ist ja kein Problem. Du kannst dir gern Geld, weiter Geld für mich ausgeben. Richtig. Das muss sogar die mal alles spenden. Godima, du musst bald auch Stream anfangen. Was sagst du Womit? dazu? Abgeneigt wäre ich jetzt theoretisch nicht, müsste ich nur gucken, welches Spiel halt. Spielst doch schon eins. Nimmst du jetzt ein legendäres Team? Ja, ich hol die Legis der Generation. Dann will ich auch.
So, ich bin bereit. Gut. Das muss ein bisschen... Wird schon funktionieren. Spielen wir mit Overwatch, die mal wohl wieder ausrasten. Und geh dabei live. Ey, ich bin in letzter Zeit schön ruhig. Du bist es ja, der hier auf Mutter geht. Oh. Ja, dachte ich mir schon. Welches Pokémon holt er nur bei 4 Unlichtgegnern raus? Holt er direkt Mundgewalt raus? Nee, das sieht ja nix! Finde ich gut. Hä? Lass mich auch. Komm, nein! Ich hab gerade meine Spezialverteidigung erhöht. Aber du. Oh mein Gott, hätte ich dir jetzt nicht den Spezialangriff gesenkt, wäre ich jetzt tot. Das ist doch Spezialangriff, oder? Ist das? Ja, nee. Das ist Spezialblitztour. Das habe ich jetzt nicht kommen sehen. Ich dachte, das wäre ein Dingangriff. Ja. Naja, ich bin jetzt eh tot. Bam. Ein kleiner Hoffnungsschimmer hatte ich da. Oh, Zarkan hat so, also Zarkan ist so ein schönes Pokémon, finde ich. Zarkan und Summer Center sind auch mega nice. Wie findest du die beiden? Ja, es ist ein Hund, es ist ein Wolf mit Schwertemund und Wolf mit Dingemund. Das kann ja, man da noch nicht machen. Die sehen halt ganz cool aus. Wir müssen halt nur wissen, wie wir diese scheiß Items geben können. Das wäre schön. Mo. Lass mich raten. Oh, ich dachte schon, es geht wieder daneben. Sehr schön. Oh, was? Ja! Gigasauger! Ja. Gary ist halt schwach. Pokémon Home schon verfügbar? Nein. So, kann man bei dir Mod im Stream bekommen. Ich werde es mir überlegen, okay? Also es ist noch kein Nein, keine Sorge. Dinglu. Oh Mann. Jetzt habe ich zwei sehr effektive Attacken gegen dich. Sanktoklinge macht nur 90er Step. Jawoll. Was war das? Ich hätte nicht Rüsten. Ich hätte nicht das Risiko nehmen sollen. Danke für die zwei Fingerherzen, Dennis. Und Uremom, Dankeschön für dein Follow. Mit dir. Das war sogar voll. Wow, jetzt critten die. Auch immer nur, sobald du tot bist. Ja. Das geht's aber nicht. Naja, dann nehmen wir halt. Summer Center. Ich hab die Pokémon übertragen gar nicht. Guck mal, welche Attacke das hat. Das ist jetzt mal Gewalt. Dinglu, komm zurück. Oh. Juju. Dieser Fisch. Der hat nur diese Attacke. Oh.
glaube, diesmal sind wir aber die 10 Rosen gesichert, du. Ah, Baujan macht das noch. Genau. Ja, was gut Sag ich gemacht. doch. Uremann, danke für die Rose. Wie habt ihr denn Growl und Kyogre und so her? Du kannst die Riss ja allerdings nur, wenn du momentan auf der Switch spielst. Auf dem Switch-Emulator. Oder halt eine gehackte Switch. Oh, das wird schwierig. Ist das schon ein letztes? Ja. Oh. Ja, ich hab nichts kürzer machen sollen. Oh. Danke, ja, kein Problem. Oder bringt das eigentlich was? Glaube, das ist nur gegen Erschlagattacken. Hm. Protzer. Was mein armes Summer Center besiegt. Schämst du dich denn? Nicht wirklich. Jetzt reicht es aber. Ich hätte gerne Tiere in Gefangenschaft. Ne. Jetzt geht's los. Und dann sogar den Terrorausbruch raus. Ja, stell dir vor, der verwandelt sich in Dynamax. Einfach die Hand war aus dem Himmel. Egal, Gigastoß. Egal, geht daneben. Tada! Wenn ich mal irgendeine gute Animation, der schießt dann einfach wieder aus dem Mull raus. Die, hatten die nicht die Animation noch vom letzten Spiel? Hätten die nicht einfach gesagt, okay, das ist zugegeben, ist es noch nicht so zur Verfügung, aber trotzdem. Ich finde, alle Attacken von den legendären Pokémon sehen absolut trash aus. Zum Beispiel von Dialga, von Arceus, von. Allem. Ja, cool. Komm, hol ich die alten Links raus. Oder wie die Legis aus der Edition kann man doch noch gar nicht bekannt benutzen. Nee. Wer hat gewonnen, was weg? Sepp hat gewonnen. Ich ja. Ausnahmsweise. Glück gehabt. Ich nehme auch mal den damit. Dann ich das. Ich glaube, ich werde jetzt mal nur wirklich ein Team nehmen. Ja, das machen wir. Das machen wir so. Habe ich hier noch was Gutes? Habe ich den schon Level 100? Ja, gut. Der hast du gewonnen, ja. War nicht so toll gegen Feen und Kampf-Pokémon, als mit vier und nicht Pokémon zu kämpfen. Entschuldigung. Nicht so lustig. Ja, ich find's sehr witzig. Terrayquaza, Groudon, Kyogre, Mewtwo. Das kenne ich nicht und irgendwie noch eins. Sehr viele Feuer-Pokémon, die du da hast. Nicht wahr? Moin, Benoit, wie habt ihr die ganzen Legis bekommen?
Ich hätte es mir denken können, natürlich fängst du damit an. Du kriegst sie halt nur, wenn du die Legis bekommst du halt nur, wenn du über ein Dingens da meine Güte, über den Emulator spielst oder halt über ja, Emulator, du hast eine gehackte Switch. So. Rechnen will gelernt sein. Danke für die 10 Rosen, Dennis. Oh nein, das ist, glaube ich, nicht gut. Wieso? Schönes Sonnenlicht. Gibt es Froxy in meinem Pokémon? Nee, eigentlich noch nicht. Du kannst es nicht auf normalem Wege bekommen. Können wir bitte tauschen? Kann ich nicht. Ah, ich habe mit Glurak gerechnet. Oh. Das gefällt mir. Ey, kennst du den noch? Er hat gelernt. Kriegt man da Groudon? Noch gar nicht. Man kriegt jetzt irgendwann über Pokémon Home. Okay, dann wollen wir nochmal sehen, welches Groudon ist besser. Ja, das, was ich einfach gefangen habe, oder das mit den perfekten Werten? Welches ist es wohl? Guten Tag, Alex. Oh, das tut weh. Die Attacke kenne ich doch. Ich dachte gerade, das geht daneben. Ich denke auch immer, warum braucht es so lange? Huch, man kann es ja nur was? Nee. PC oder was habt ihr gemacht? Genau, wir spielen über den PC. Nächste Wette, Sepp. Dein Haus. Genau, dein Haus. Und dein Auto, falls du sonst hast. Ach, gib gleich deine ganze Existenz auf. Das sollte funktionieren. PC, ja. Hey, ich spiele auf dem Gameboy. Ich kann das. Ich schaff das. Das ist nicht wahr. Tada! Ich wollte gerade schreiben, vielleicht noch die Familie. Ja. Rayquaza. Oh nein. Klein geraten. Sehr klein sogar. Ja, Groudon und Kyogre sollten ja auch eigentlich noch deutlich größer sein. Oh ja. Ich habe die drei trotzdem lieb. Los, Groudon, komm zurück. Los, Phoenixes oder so. Zehn TikToks, wenn du gewinnst. Okay. Komm, lass mich schneller sein. Okay, gut. Ah. Zum Glück ist das Ding. Das macht ja nichts. Hat ein Omega Rubin für ein Shiny Rayquaza. Oh, Shiny Rayquaza ist perfekt. Ja, Shiny Rayquaza sieht richtig gut aus. Was sagst du zu denen? Welchen Typen hat das? Geist, Stahl. Ah, Geist, genau. Mal sehen, killt das? Nö. Das ist doof. Ja, Shiny Rayquaza ist schwarz, da liegst du richtig. Ach jetzt, immer wenn du halb tot bist. Critte doch beim ersten Mal. Ja, jetzt wird's gefährlich. Sehr gefährlich sogar. Das Rayquaza macht mich gerade echt zu schaffen, das muss ich dir mal sagen. Rayquaza, was erwartest du? Okay.
Das war mir klar. Pidani, danke schön für das Follow. Da gibt's ein Fun Fact, du kannst mit einem Radschatz Level 1 das 2 quasi raiden. Du kannst mit einem Radschatz Level 1 alles raiden. Was ist denn das? Die Anzieh. Ah. Das ist halt dieses Legendäre, von dem ich dir da erzählt habe. Ich das oh Scheiße, ich habe Attacken, das ist nicht sehr effektiv, wirkungslos und nicht sehr effektiv. Steinfest, das. Ja. Oh Scheiße. Naja, was soll ich machen? Werben. Okay, also hat trotzdem guten Schaden gemacht. Und ich hole. Oh ja, Volltreffer. Natürlich. Nein! Das. Ach, das noch. Du hast Glurak. Dima, wenn du gewinnst, 10 Rosen für Alina. So, das machen. Das gefällt mir schon besser. Oh, Verteidigung steigt stark. Du hast Glurak getötet, du Schwein! Finde ich gut. Ich nicht. Du doch, ist eh besser. Nö. Eine Schildkröte mit 2 Panzerfäusten auf dem Rücken. Da kannst du mir sagen, was du willst. Muss sagen, die alten Pokémon-Teile waren besser, meiner Meinung nach. Ab Mond war nicht mehr so krass. Ja, Smaragd ist sowieso das beste Pokémon-Spiel. Und, ja, kann man sie. Seit der Switch-Ära sind die natürlich technisch gesehen absoluter Mist. Die Pokémon-Spiele auch. Auf den 3DS haben die auch immer. Schön alles rausgeholt, was sie hatten. Auf der Switch ist halt einfach nur eine Beleidigung für die Augen. Aber Kamezin und Puppe machen haben wirklich sehr viel Spaß gemacht. Auch das noch. Komm, Groudon. Ja! Ich will. Was? Oh, was? Hä? Ach, wegen Klimaschutz. Ach ja, oh nein. Was? Ja, Ding. Wie das Klima der Erde. Wieso habe ich dir nichts gezogen? Weil der Quasar besser ist. Kann man eigentlich in den neuen Teilen wirklich alle Pokémon fangen? Nein, bei weitem nicht. Da fehlt mehr als die Hälfte. Hä, wieso habe ich da Rayquaza gerade nichts gezogen? Was war das denn? Ich weiß nicht, aber das hat mir sehr gefallen, muss ich sagen. Oh, Scheiße. Ja. Du hast noch Volcanion, richtig? Nee. Ah, nee, das war schon alles. Da hätte ich noch von. Ich wollte eigentlich die Fronten noch einmal ausspannen, aber naja. Muss sagen, fand X sehr nice von der Storyline und so weiter. X? Ja, doch, doch. Team Flair war so ein bisschen mehr, aber diese Storyline mit dem alten Kerl und dem Flabby W. Okay, das war keine gute Idee, das Team. War richtig. Das sind dann Pokémon cool. Games, ja. Jetzt reicht das, jetzt hast du mich herausgefordert. Oh, was kommt denn jetzt? Also,
Muss halt nicht mehr Sorgen machen. Nö, eigentlich nicht. Ah, das ist doch gut. Ich hab mein. Also 10 Rosen für Lina, die mal. Ja, wie willst du das machen? Bam, badam, Oh, bam, oh bam. Gott. Ja. Können wir drüber reden? Können wir? Muss ich den denn übertragen, oder? Nein, nein, du, über den Emulator kannst du die so holen. Okay. Sag ihr sie von mir, sie bekommt sie dann. Gardevoir. Ah, ich dachte, du fängst. Du hast 4 Drachen-Pokémon oder so, Team, und du fängst nicht mit den Drachen an. Nee. Ey, was hat eine Art euch jetzt für Attacken? Das kann ja jetzt wirklich alles haben. Nein. Kriegsflügel. Guck mal, wie scheiße die Attacke aussieht. Kotzen. Ja, okay. Das war's mit Kriegflügel. Hat sein Bestes gegeben. Genau. Ja, komm. Einfach so richtig ran? Nein, ich glaube, den gibt es hier noch. Kann man den überhaupt fangen? Nee, Ich ne? habe hier nicht deine Liste gesehen. Toll! Wer auch immer Geowurf im Moveset hat. Och. Na schön, ich habe eine andere Idee. Aua. Sandwirbel. Sand in die Fresse. X und Y wird vernachlässigt in den neueren Games, oder? Keine Chance, Xerneas zu fangen, oder? Nö, ich wüsste auch nicht, wie man an den Xerneas und so rankommen sollte. Und die Welt halt. Arzt, das macht sein Team gerade alleine fertig. Ich weiß halt nicht, was ich dagegen tun kann. Das kann halt alle Attacken haben. Hab dir doch schon alle gezeigt. Hast du, warte, Urteilskraft, Erdkräfte, Geowurf. Jetzt Pokémon-Teil spielst du gerade Pew Pew. Gibt es noch den Trading-Markt? Weiß ich nicht. Ich zieh dem Ding nichts. Guck mal, wer wieder Full Life hat. Guck mal, wer gleich in der Ecke sitzt und weint. Wo hast du Arceus her? Kriegst du aktuell überhaupt, glaube ich, noch nicht. Du kannst das halt nur, wenn du halt eine gecheatete Switch oder ein Emulator hast. So. Sehr effektiv. Nö. Was denn das Ding? Dann, Jungs, viel Spaß euch noch und einen schönen Abend noch allgemein. Ja, wünsche Ich ich dir habe hier auch. keinen Spaß. Ich schon. Und wie?
Komm, ein Angriff tankt das Arceus noch. Ist das Final Flash? Das tankt er doch noch bestimmt. Sag ich doch. Oh nein. Aber. Safer Win für dich. Haben wir diese Runde eigentlich gewettet? Nee, oder? Nee, 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 nee. Macht das Spaß, kriegt man Artemis? Wenn ich Gott im nächsten Leben sehe, dann kriegt er was von mir zu hören. Ah. Ey, das ist aber mal gut hier mit meinem Spitzenangriff. Mich Senken. one-shottest du nicht mehr. Ja, Was? endlich, die Sand in die Fresse zeigt seine Wirkung. Dima, du bist der Gott. Auch wieder wahr. Wollen wir mal gucken, ob du das wirklich bist? Oh Oh. ja. Düdel. Okay. Was? Das hat Ja. schon wieder nicht getroffen. Sand in die Fresse, ich wusste es. Och, Hauptsache das Ding ist weg. Jetzt kann ich glücklich sterben. Wollen wir noch mal gucken, ob du das kannst. Was sagst du hierzu? Ich kann immer noch glücklich sterben. Und Ich hätte Gedanken gut machen sollen. Das wäre vielleicht clever gewesen. Naja. wie bekommt man Giratina? Noch gar nicht. Ja, das wurde. Wie gesagt, ich spiele auf dem Emulator, dort könnt ihr diese Pokémon herbekommen. Wow, nicht so viel Stimmt. Schaden. Spitzenangriff für Gardevoir, okay. Spitzenverteidigung, auch das noch. Das ist ein letztes Pokémon, ne? Nein. Doch, steht bei mir. Ist eine Lüge. Ich habe noch 6 Gardevoir drin. Ach so. Bei der Macht des Mondes. Und du machst mich trotzdem nicht One-Hit. Bei der Macht des Mondes. Dann kann man auch später ein paar Monate legendäre Pokémon fangen. Nee, du kannst sie aber übertragen über Pokémon Home. Und wenn jetzt irgendwann das neue DLC kommt für das Spiel. Natürlich muss mein bestes Pokémon natürlich dich killen. Muss ich jetzt auch noch extra ausnutzen. Stimmt, du bist ja noch Stahlterror. Aus mir unerklärlichen Gründen. Und dit. Digga, ich hab dein Giratina und dein Arceus. Soll ich mir 6 Arceus in dein Team machen? das ist letztlich beinahe. Also, ich spiele wie gesagt mit dem Emulator. Ihr kriegt halt die Pokémon nur mit dem Emulator. Und was als DLC kommt, das kann ich ja nicht voraussehen. Müssen wir mal abwarten. Okay, womit gehe ich jetzt rein? Hat denn jemand im Chat einen Wunsch für ein Pokémon? Ja. Pikachu.
Danke für die 10 TikToks. Was ist DC, Bro? Discord. Wette gewonnen, yes. Danke dir für die 10 TikToks. Hast du ein Mew? Ja. Ach, DLC. Meinte ich nicht DC. Das DLC wird ja irgendwann sein, der kaufbare Inhalt für das Spiel. Da wird dann alles erweitert, dann gibt es neue Storyline wahrscheinlich. Ist. Ich würde sagen, nehmen wir es mal nur so speziell. Obwohl, das könnte ich rein theoretisch machen, so spezielle Pokémon. Aber habe ich da wohl noch welche? Ich gebe mir hier mal mit ein bisschen extravaganten Team rein. Okay, bin ich mal gespannt. Ich das noch mit? Du hast keine Attacken. Und will nämlich noch. Ne, hab ich auch. Dann, 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 dann. So. Unlicht ist das. Nein, machen wir das mit. Passt schon so. Hope you bist ready. Nicht noch dich mit. Hast du auf Mewtwo? Ja. Ist aber gerade nicht mit. Leute, Raichu mitgenommen und dieses komische Fake-Pikachu. Ja, aber es heißt sogar Pikachu. Ja. Okay, los geht's. Nein! Okay, das ist jetzt dumm. Sogar direkt mein Shiny Raichu, was ich gefangen habe. Aha, Anna habe ich noch. Witzig. haha. Einmal, ich kann. Ach, geht das gar nicht? Wusste ich nicht. Oh Mann, wie lange soll das hier dauern jetzt? Es wird eine Weile so gehen. Oh, ich habe eine gute Idee, kein Problem. Wow, Los, Arceus! wow. Oh nein! Egal, der Reitsche macht das. Ich hab genug Donnerblitz. Ein Boah! Volltreffer, nein! Ich habe immer noch genug Donnerblitz. Und vielleicht schildert schon auf. Lichtschild! Oh nein. Krass, dass es weit schon schneller ist. Woher die Legis? Die Legis kriegst du halt nur, wenn du auf dem Emulator oder gecheatete Switch hast. Und. Raichu wird ihm in Ehren gehen. Seine Dienste, die er für sein Land getan hat. Richtig. Los, Pikachu, du bist dran. Toll. Alter, ist das klein. Rein theoretisch müsst ihr doch nur Arceus einmal drauf trampeln, das Ding wäre weg. Theoretisch. Ich versuch, wow. Oh. Aha!
Muss ich was Bestimmtes tun für Mod? Nee, das nicht. Und gut, es lebt. Komm schon. Oh. Oh, und das noch. Nein! Ja! Jawohl! Jawohl! Pikachu von der Win! Er hat mich so auf den Stich gelassen, aber gegen Arceus macht er es wieder weg. Nein! Und ich habe eine falsche Attacke eingesetzt. Ich dachte, ich Pikachu, verliere. Du bist scheiße! Ich dachte, ich verliere. Das okay, es ist tot. Oh. Komm, und ist das Chason eines Freudenmädchen. Egal, los geht's. Sei gut, das Arzeug und stirb. Ich schon vorher noch so überlebt. Interessante Animation. Okay, was haben wir denn da? Los, Atmurai! Ist das Atmurai? Probier's mal. Du musst schneller sein als ich. Au! Oh. Nee! Stopp! Kann ich mitleben? Oh, kann ich nicht mitleben. Auf die Hydropumpe. Knack, knack. Okay. Du bist schneller. I believe in you. Oder auch nicht. Du weißt nicht aus. Das ist dann gut. Ich war mir überlegen, wenn du wechselst, würde ich einfach Pocket Sand machen. Was mache ich denn jetzt? Oh, nicht du schon wieder. Was wäre das kleine Knackrack? Komm, ich gehe all in. Oh, natürlich kriegt das auch noch. Na, 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 na. Zeitgigant. Okay, du hast noch zwei Pokémon. Das überlebe ich. Versuche jetzt zu vergiften. Nevermind. Hat sich gelohnt. Danke für den türkisch Kaffee oder türkisch Kaffee. Ach, keine Ahnung, kannst du nicht aussprechen. Aber danke dir. Mann, ich krieg dich nicht vergiftet. Was ist denn das? Ja, ich habe einen Gifttrank getrunken. Jetzt kann ich nicht mehr vergiftet werden. Ach, Minecraft Steve von Smash tut sein Bestes. Das kleine Mio hatte ich jetzt einfach fertig gemacht. Ach,
Agit Loser. Das ist dieser. F Ach ja. Finde ich aber nicht nett. Das war ja wohl nicht sehr effektiv. Ach, so, meinst du? Ah, okay, dieser Attacken hast du also drauf. Schlitzer, Psychoklinge, Abschnitt und Genesung. Los, Schlitzer. Ja! Okay, dann schlitzen wir uns jetzt gegenseitig. Ja! Das ist nicht wahr! Yes! Also ich verstehe natürlich, wenn du jetzt keinen Bock mehr hast, ne? Aber... Aber... Ich schnitz dir nur mit offenen Mund. Was war das? Drei. Mal. Hattest du dich wandel irgendwie erhöht oder? Bitte. Ich meine, Schlitzer hatten eine erhöhte Volltrefferquote, aber da. Geht schon Pokémon Home? Nein. Steven, danke schön für die zwei Rosen. Danke schön für die sechs Rosen, sorry. Ich überleg mal, was für gehe ich jetzt rein. Ja, das fand ich gut. Ich glaube, ich gehe sogar mit Ding rein, mit dem Paradox. Ja. Ich werde nochmal ein Team nehmen. Nehmen wir ja, eine kleine Veränderung. Oder den Legis kriegst du halt nur, wenn du auf dem Emulator spielst. Oh. Aber jetzt hast du natürlich. Oh. Ich hoffe, du fängst es mit dem Pokémon an, was ich denke. Tue ich das? Ja. Tust du. Aber Cresselia ist doch Psych. Ah, das lernt Mundgewalt. Und es hat auch Aurora-Strahl. Nein. Nein, warte, du setzt doch Mondgewalt ein, ich Idiot. Ich denke, dass du eine Psychoattacke nutzen wirst. Nee, nee. Das wird jetzt wehtun. Ach, ja, total. Was ist nochmal? Ah, okay, nice. Ich kann ihn noch richtig ärgern. Hä? Okay, verstehe. Mir geht's gut. Alles toll, alles chillig, alles super. Finde ich auch. Absolut, nicht wahr? Ich find's super. Macht doch Spaß. Spaß macht das. Oh! Nein! Ach, jawohl! Endlich! Aber Cresselia sieht wunderschön aus. Ja, ne? Ah, du schon wieder. Schade, dass wir noch nicht diese Tafeln haben. Da hätte ich mir 6 Arceus geholt und jedes einzelne andere Typ gegeben. Los, One Hit. Oh Gott. Na, ein Angriff noch. Was sollt ihr rein theoretisch trotzdem treffen?
Nö. Und du, aber du verschwindest deine AP. Das finde ich gut. Okay, der Effekt ist nachgelassen. Mein Angriff bleibt trotzdem oben durch das die Energiekapsel. Ah, verstehe. Na, jetzt sollte man ja nicht sterben. Du hast wenigstens AP verschwendet, das ist alles, was zählt. Richtig. Auf Wiedersehen, Donnersichel. Mann, ich verstehe das ja. Was willst du doch wegen ein wunderbares, schönes Arzthaus machen? Weinen. Ganz viel weinen. Kodaidon. Oh nein, das ist jetzt schlimm. Da muss ich jetzt gleich erstmal. Bist du in den Pokémon gekommen? Kriegst du nur aktuell auf dem Emulator oder gecheatete Switch? Muss man Pokémon spielen, Pokémon Purpur. Hey! Ja, du hast ausgewechselt. Ja, hab ich. To Mew 3. Wieso, was machst du für eine Attacke? Der Ausbruch. Vom Typen Drache. Drache? Ich wollte halt weg vom Kampftypen, weil du ja jetzt Psycho warst. Wie heißt dieses Pokémon-Spiel? Pokémon Purpur und Karmesin. Uff. Sehr schön. Von mir tut es schneller? Nein. Nein, bist du nicht. Auf welchen Plattformen kann man das spielen? Ja, auf der Nintendo Switch. Los in die Nalos. Danke für die Candy Cane. All in. Komm Jawohl. schon, einen Angriff überlebst du. Niemals. Schmutz. Ist ja toll, mit einer gehackten Switch zu spielen. Hoffe, man wird dafür gebannt. Wir spielen ja nicht mit einer gehackten Switch. Oder Sven wird man meistens nicht dafür gebannt. Hast du Rose? Danke schon wieder, Follow. Muss schon ein bisschen viel Pech haben. Nein, falsch. Ja, okay, das wird so erledigt. Also, Goraidon ist einfach ein arschstarkes Pokémon. Wir spielen ja halt auch nicht auf der Switch. Wir spielen auf dem PC. Ja, was sollst du machen? Nintendo juckt sich halt nicht da wirklich dafür. Wenn die dich erwischen, ja. Aber selbst wenn zum Beispiel all diese großen YouTuber, die ich jetzt nicht mal nicht nennen werde, aus Gründen, zeigen ja offensichtlich, dass sie eine gehackte Switch haben, wenn die solche Mario-ROM-Hacks benutzen. Und werden ja auch nicht irgendwie, auch wenn es sehr große Namen teilweise sind. Weil ich finde, wenn du nie, ich finde gehackte Switch nicht unbedingt schlimm. Wenn du sowas halt wie Mario Odyssey ROM-Hacks oder so machst, find ich, geht das an sich voll klar. Wenn du jetzt aber halt so kostenlose Spiele daraus ziehst, dann ist so ein bisschen fragwürdig. Schade, ich dachte, ich bin jetzt auch so ein Terror-Typen. Habe ich mich auch gefragt, was jetzt passiert. Ach, schade. Ja! Egal. Okay, da sind sowieso noch vier Pokémon, ich bin erledigt. Es gibt nur zwei. Es gibt nur zwei Switch-Emulatoren.
Pokémon-Edition ist das, wo kann man die spielen? Das Pokémon Purpur und Karmesin. Lammenwurf. Wow. Zieh nicht so viel. Ach, großer Gott. Du. Okay. Sieht auch nicht viel mehr. Das Geld schon durch? Ja, wir haben schon lange durch. Wir haben das Spiel aber ohne Cheats durchgespielt und danach haben wir halt angefangen. Ich sag, diese Paradox-Pokémon sind echt gut. Die gefallen mir auch wirklich alle. Man kann auf dem Emulator online spielen. Das ist ja nicht online, das ist lokal. Lokal kannst du auf dem Emulator spielen, ja. Hast du irgendwas eingestellt? Weil du hast schon gut FPS. Nee, ich habe nichts eingestellt. Ich habe diesen 60 FPS-Glitch, aber ich bin mir bis heute unsicher, ob mir das einfach. Weil ich schon, ob ich mir das einfach vorstelle, dass es wirklich 60 FPS sind oder. Naja, was will man tun? Genau. Oh Gott, nicht diese. Ich hasse dieses Team. Ich fange an, die Alga wirklich zu hassen. Nee, das kann man nicht hassen. Die Alga ist eins der coolsten Pokémon, die es gibt. Und eins der nervigsten, dieser Drachenstahltyp ist so schlimm. Hehe. Und das hat er noch bekommen, bevor Fee-Pokémon gekommen sind. Mal sehen, welchen Pokémon fange ich wohl an? Oh, hast du richtig geraten. Oh. Was für ein Typ ist nochmal Lobiflora? Giftgestein. Okay. Könnt ihr eine Runde machen, Only Legendary? Könnten wir. Ja, können wir. Hast du irgendwelche Wunschlegendären, die du sehen willst, oder? Was? Ja, okay. Ich dachte gerade schon, what? Alles ist doch fantastisch. Das Ladero, ui. Oh, da muss ich, glaube ich, mal so eine Attacke einsetzen. Oh, was? Itelegis, ach, also Miraidon, Coraidon. Deshalb habe ich mal anderes geschrieben. Ah. Da kann ich trotzdem Miraidon und Coraidon nehmen. Und ich kann in die Hecke, mich in die Ecke setzen und weinen. Snibuna. Und Licht. Eis, ne? Yep. Jetzt können wir reden. Ich will nicht mehr reden. Ich denke jetzt einfach deine Initiative und fertig. Oh ne, ich mach nur das. Woher hast du das Pokémon essen? Nebula findest du auf den Schneebergen. Ich glaube, er meint aber Arceus. Aber Arceus kriegt man ja aktuell nicht. Ground Terror, please. Das ist auch ein Boden-Groudon, gell? Terra.
Ich weiß gar nicht, was meins ist. Ich würde gerne Pflanzen Terra Grounden haben. Ich nicht. Wenn es geht, auf jeden Fall Darkrai. Wenn das nicht geht, dann Palkia. Da gibt's Darkrai? Ich weiß gar nicht. Anima ist cool. Dankeschön für dein Follow. Los, die Alger. Schön zu Pokémon. Marc, danke dir auch für den Follow. Noch drei Stück, dann haben wir 12.500 erreicht. Echt? Dann haben wir heute das Ziel erreicht. Was für ein Pokémon? Ah, ja. Es sind Karmesin und Purpur. Genau. U5T1 und K4K, dankeschön für den Follow. Anime ist cooles. Ja, ich kann nicht lesen, es tut mir sehr leid. Ich bin dumm. Danke Dennis für die 9 Rosen. Tim, danke für auch dir für den Follow. Ja, wir haben das Ziel jetzt erreicht. Nice. Danke euch, Leute. Eine Runde Applaus bitte dann. So, das reicht doch wieder. Okay, jetzt reicht's. Gut, der Tag ist jetzt, der Gott sieht so shit aus. Oh, das tankt sogar. Jetzt hast du noch eine Runde frei. Da hast du ein bisschen Sushi. Alles okay, das kenne ich schon. Okay. Da hast du nicht mehr Sushi. Juwelenkraft. Ah, chillig. Bekommt man die Alger? Nein. Man bekommt. Nur 5 legendäre Pokémon, die du fangen kannst. Das war ein Fehler mit der Spotter. Es war ein Fehler mit der Spotter, mein einziges Pokémon, was ich habe. Welche denn jeweils halt das Titel-Legi, Koraidon und Miraidon und noch die 4 semi-legendären Pokémon. Die kriegst du eine Quest von der Geschichtslehrer oder du kannst sie auch einfach so suchen. Aber so suchen ist ja so ziemlich. Ja, du musst die. Ich hasse es. Ja, ich meine, du kannst dich dann immerhin hin teleportieren zu denen. Zu den Dingern, aber das müsstest du dann, du weißt schon. Die Währung. Ja, die Fehler musstest du sowieso suchen. Das sind 4 Unlicht-Pokémon, die Namen kann ich gerade alle nicht, die sind so Chinesen. Baojin. Baojin, Yuyu, Dujin, irgendwas. Das sind halt so chinesisch inspirierte Pokémon. Wenn ich das richtig verstanden habe, das ist einmal so ein, Säbelzahntiger, der ein Schwert darstellen soll. Ein Elch, der so einen Krug auf dem Kopf hat. Oder irgendwas. Ein Topf oder so. Was war noch? Juju, das ist so ein Feuerfisch. Und Gary. Der hat. Ja, und Gary, das ist so eine Pflanzenschnecke. Und alle haben zumindest den Unlichttypen. X-Men Shopping, dankeschön, Dennis. Ich racke mich gerade ab, Ho und Strand einen Diamant zu befangen. Kann man das da fangen? Okay, wir sind ordentlich legendär. Dann sag doch mal, mach doch mal ein paar Vorschläge im Chat. Welche legendären Pokémon sollen wir nehmen? Ich würde sagen, wir werden jeweils mit unserem Titel-Pokémon reingehen. Ja. Dann halt gucken, was wir noch. Also, was habe ich denn? Wo ist mein. Hier ist die Legibox. Mewtwo. Also Miraidon auf jeden Fall. Willst du Mewtwo nehmen? Ja. Yeah. Du kannst auch einen Groudon haben. Hat sich ja vorhin einer gewünscht. Groudon. Okay, ja, ich muss erstmal Miraidon finden.
Weiß gar nicht, wo ich meinen schon wieder gelassen habe. Und die Alge. Die Alge nehme ich gerne. Ja, ich nehme das Heikwasser. Also nur das eine, also das andere nehmen wir nicht. Also nur Miraidon und nicht Koraidon soll ich jetzt nicht nehmen, ne? Und ich nehme halt dann Koraidon. Hast du Mewtwo? Ich habe Mewtwo, ja. Kyurem gibt es nicht, oder? Ich hätte keins. Nee, ich auch nicht. Sind jeweils noch drei Pokémon für uns. Genau, wir brauchen jetzt noch drei Pokémänner. Viele meiner Legis sind halt 1. Giratina, Palkia. Ich nehme Palkia. Dann nehme ich Giratina, okay. Palkia hatte ich sowieso, glaube ich, nicht. So, wir brauchen jeder noch zwei Pokémänner. Oh Mann. Ich hätte jetzt zum Beispiel noch Zabazenta und Zacian. Ich hätte Hooper, Cresselia. Cresselia habe ich auch. Den Volcanion, Diancie und diese vier Semi-Legis aus der neuen aus dieser Generation. Die Alga habe ich ja schon. Lavados, ich glaube. Ne, ich habe keins. Ich schon. Super, nice, Ehrenmann. Ja, Hooper, ist das ein legendäres? Ja, das ist aus XY. Ist Geist-Psycho, das ist dieses, was im Film bekommen, wo all die Legendären aufeinandertreffen. Ja, dann beide noch eins, oder? Ja, ja. Ich glaube, das suchen wir uns jetzt einfach selber aus, das letzte, dann passt das. Ja. Oder nicht? Sollen wir es so machen? Ich hab keins der drei, die da vorgeschlagen wurden. Ich hätte noch Dianze, Volcanion, Cresselia und halt diese vier Semi-Legis. Und noch ein Miraidon habe ich auch. Also, hast du noch Kamiu? Ah, und Kyogre, doch, aber nicht hochgelevelt. Und Groudon und Kyogre. Okay, Volcanion. Warte mal, hä? Da. Gut, dann bin ich fertig. Ich auch. Husten, oder? Ne, warte, ich hab das falsche Team ausgewählt. Wo welches war das denn jetzt? Da, das war's. Gut. Jetzt bin ich fertig. Das Ziel ist wieder unerreicht. Darf ich auch eine Runde auflaufen, bitte? So, was fängt man? Ja, komm, fangen wir mit dir an. Keiner hat Arceus gesagt, das macht mich sehr traurig. Oh Gott, das will ich jetzt auch, ich bin so dankbar. Koraidon. Ja, die hatten mir denselben Gedanken. Hadronenmotor. Das Problem ist halt, ich bin bei dir no effectivo. Ich bei dir auch, ich hab. Das ist nicht das mit dem Terra-Ausbruch, was ich hier habe. Oh, meinst du, das ist sowieso Terra-Kampf, oha. Okay. Da, mach ich mal so. Boah. Protzt doch nicht. Was sollte ich überleben, wenn kein Scheiß passiert? Wieso bin ich tot?
Ach, manchmal liebe ich das Spiel ja so sehr. Ich nicht. Oh. Ja. Giratina sieht ja richtig bestialisch aus als Gegner. Holy moly. Du bist nochmal Geist Drache, ne? Yep. Werde ich auch Shinies hunten? Das habe ich zumindest mal vor, dass ich mal wieder ohne Mod spiele und dann gehe ich zu diesen komischen Fragezeichen-Dingern da. Ja, könnte ich auch mal machen. Wir haben beide, glaube ich, jeweils einen Shiny, oder? Hast du noch eins in letzter Zeit bekommen? Nee, ich habe nur eins bekommen. Ja, dann habe ich. Nee! Oh Mann, tschüss! Das sollte ich aber überleben. Habe ich doch gesagt. Du aber halt nicht. Aua! Aua! Stimmt, mir fällt jetzt auf, dass du das halt Jäger ist. Ich finde das so hässlich. Oh, okay. Komm. Okay, komm. Nein. Ich hatte ja Hoffnung, ne? Stell dich hin. Ach, verdammt. Ich hätte eigentlich clever spielen können, aber nee. Da wollte ich dich einfach den Tod sehen. Geht schon. Okay. Na, ach, scheiße. Aua. Aurasphäre, oh shit. Das sollte ich überleben, wenn ich denke, oh Gott sei Dank. Ja, mach ruhig. Jetzt sollte aber, glaube ich, auch noch einen überleben, oder nicht? Natürlich nee, wieso? Nicht. Habt ihr ja so schon die Hälfte gezogen. Los, Miraidon. Wow. Ah, da bin ich ein bisschen schneller. Und. Aua. Miraidon ist so ein schönes Pokémon, das sage ich immer wieder. Was ist eigentlich euer Lieblings-Legendary und normales Pokémon? Digilan, danke für den Follow. Also mein Lieblings-Legendary ist Rayquaza und mein Lieblings-Normal-Pokémon ist Logok. Okay. Ja, Slowenkraft, ja! Leldkiller, danke dir für den Follow. Oh, hättest du mal einen Zenitstürmer gemacht? Digga, das ist nicht sehr effektiv. Wie? Ja, ist nicht sehr effektiv, wahrscheinlich, weil du Elektrodrache bist. Ist das Flug? Ja, Zenitstürmer ist Flug. Ah, okay. Bei Rayquaza kriegst du aktuell nur über einen Emulator. Oh, armes Rayquaza.
So, hoppe, hoppe, Reiter. Wenn Morena kommt, dann schreit er. So. Oh mein Gott. Bizarrraum. Hoppe hat die Dimension verdreht. Was heißt das? Dass alle langsamen Pokémon jetzt zuerst angreifen dürfen. Verstehe. Ist nicht gemacht. Hey, willkommen mir rein nach der Liga. Guck mal auf meinen TikTok-Kanal. Dort habe ich letztens ein Video gepostet, wie man zweites Mireidon fangen kann. Ich glaube, er meint, wie man es allgemein das erste auch bekommt. Wie das Da musst du erste. einfach nur die anderen Storylines durchspielen. Ja. Okay, komm. Nein! Oh, ich bin schneller, das habe ich nicht erwartet. Ja, weil du das Bizarro Raum verdreht hast. Es stimmt, genau. Okay, los. Milo, danke schön für den Follow. Ah, korrekt, danke euch gerne. Alter, das ist dein Ding einfach klein. Auch das noch. Lust, den Yamba-Sparbo abzuschließen. Warte, wo ist das Wasserding jetzt? Auf dem Kopf oder? Ah ja. Oh, bei dem sieht die Terra-Kristallisierung ganz cool aus durch den Reifen mit da. Oh, okay, aber der Reifen, es geht ein bisschen in sich. Tja. Du hast jetzt nächste Runde im Freischlag. Danke für die Rose. Hä? Ich hab kein. Okay. Ich kann doch wieder angreifen einfach. Ich mal Meteorologe. Ah. Das alles nur, weil du diesen einen Crit am Anfang mit Miraidon gemacht hast. Wie kann man Palkia und Vulkanier noch Purpur betragen? Gar nicht. Kannst du halt nur Noch bekommen, nicht. wenn du eine. Ne, noch nicht. Aber kannst du halt nur bekommen, wenn du eine gescheatete Switch oder einen Emulator. Oder auf dem Emulator spielst. Okay, noch eine Runde. Ja, die Volltreffer machen mir gar nichts aus. Nein? Nee, Oh, da nee. kann ja noch ein paar machen. Ich sag nur so viel, das nächste Kind in der Nähe wird auf jeden Fall sterben, wenn es noch einen Volltreffer gibt. Auch nicht auf meiner Seite. Aha. So, was für ein Ding gehe ich? Machen wir diesmal keine legendären? Ja, ich würde sagen, keine. Machen wir einfach mal ein bisschen Stuff rein. Okay, perfekt. Keine Legendärlos. Bam, badam, babam. Okay, Wasser habe ich, Feuer habe ich jetzt. Ach so, du hast ja die alle ercheatet, verstehe. Nee, ist schon alles legit. Wir haben einfach Nintendo und Fuffi in die Hand gedrückt und die haben uns die gegeben. Ja. Drache habe ich jetzt auch. Nee. Den kann ich auch mal wieder mitnehmen, einen guten alten Freund. Nehme ich mal mit. Den nehme ich noch mit. Ich glaube, ich nehme sie mit. Sie hat mir immer gute Dienste erwiesen. Ach, weißt du was? Nehmen wir dich noch auch mit. Nee, hier ist die falsche Box. Ich brauche noch ein gutes Pokémon in der Richtung, aber ich finde gerade keins.
Wir benutzen den Ryujinx. Das könnte man. Ja, nee. Ich bin auch am Überlegen. Ich muss die grauen Gehirnzellen anstrengen. Ich hab gar keine. Oh Mann, das muss ich gerade überlegen. Ja, es ist halt Doppeltypenreizung, egal. Ich nehme jetzt auch jetzt mal. Warte mal. Der hat so. Ne, der ist auch eindeutig nicer. Okay, ich hätte mein Team sonst. Ich suche noch ein letztes Mitglied. Nach dem Fight off Sepp. Oh. Wollen wir noch eine letzte Wette abschließen? Aber, nein, aber ohne Rosen. Du gibst mir einfach alles, was in deinem Besitz ist. Genau, das ist eine gute Idee. Ja, das sollte so passen. Kann einer von euch mir das Wasserstarter-Pokémon geben? Leider nicht. Wir können halt nicht online spielen. X-Men Shopping. Dankeschön, Subkutan. So, was hast du für Pokémon? Oh, du hast diesen komischen Delfin. Ich hasse ihn. Immer, du bekommst direkt perfekt. Kann ich meiner Sammlung beifügen. Über Pokémon Home? Nein, Pokémon Home funktioniert noch nicht. Wie gesagt, wir spielen halt auf dem Emulator. Wir können weder online spielen, das ist halt lokal. Das Pokémon sieht so scheiße aus. Auch das noch. Perfekt. Ja, das ist alles, was ich wollte. Bye bye. Welche Wette, Sepp? Schlag du was vor. Ich weiß nix. Mach ich so. Galagladi. Ich bin ja mehr der God of War Fan. Oh, hohoho. Das ist ein Holzhammer für dich. Psychoklinge. Oh, scheiße. Was sagst du zu meinem alten, good old friend? Ich tue schon wieder. Sherox. Ah, es ist schneller. Das ist echt nicht böse gemeint, aber wer atmet da bitte so krass? Das könnte ich vielleicht sein. Sorry. Spielt ihr auch competitive? Nein. Ich versuche mit 3 Pokémon zu gewinnen. Das schaffe ich nicht. Mach ich nicht. Ja, das könnte ich sein, weil ich habe meine Nase ist halt ein bisschen verstopft, deswegen muss ich durch den Mund atmen. Wenn ich's bin, dann tut mir leid, weil es dich stört. Nee. Ich höre einfach komplett auf zu atmen jetzt. Okay, los. Hier drei Winde benutzen sollen, egal. Weg mit den. Ja, gute Dienste geleistet. Untereinander. Oh,
Nein! Scheiße. Achso. Na, wollen wir noch mal gucken. Katapultra, los! Und eins. Und zwei. Aua. Oh, scheiße. Okay, komm zurück, Katapultra. Okay, los. Dann bam, bam, kommt Azuladis. Nein! Wolverock. Give me your life points. Wurde Energie abgesaugt. Nee, ich dachte, das wäre. Oh nein. Ja, ich lebe noch. Komm. Shit. Ich hab Angst. Was sollst du? Herasal. Du kriegst jetzt Angst. Ja, oder auch nicht. Nicht wirklich. Stopp. Mal gucken, was kommt jetzt rein. Einmal Katapultra. Okay, los. Oh, ich hab's Drachenterra. Nicht ganz. Geist, oh. Das nehme ich. Aha. Das ist die Pokémon-Liga, nein, ich bin gerade lokal. Leg dich nicht mit meinem Katapultra an. Das Ding ist gut. Death Potter. Effektiv, effektiv. Oh. Oh. Zurück. Okay, los, ab zu Gladys. Ja, das tut mir jetzt aber leid. Das war ja auch mein Plan. Natürlich. Na sch. Endlich. Zack, Bitch, Slap. Voll den Schwanz in die Presse. Richtig. Also von den Heeresheil würde ich auch nicht den. Ein Riesending. Nobada. Oh Gott. Komm, einen Angriff überlebst du. Ja, locker. Die wir morgen Resi 6. Können wir eigentlich machen. Vollen Helm, let's go. Also hat hier Dennis gefragt. Ja. Das.
Schmutz. Dieser Beulenhelm hat mich durch die Hälfte des Spiels gecarried. Los, Katapultra. Bitte sehr schneller, bitte sehr schneller. Was machst du jetzt? Jemand legt sich der Sandsturm. Los, Phantomkraft! Ja! Ah! Ja, du kriegst auf meinen Helm Schaden. Ja. So, Dennis, das habe ich jetzt gewonnen. Jetzt welchen Preis? So wie jetzt. Patrick. Für den größten Dix-Tour ein ganz Bikini-Bottom-Preis. Was? Jetzt kriegst du einen Herzensmann. Ja. So. Die Runde machen wir noch. Dann gehe ich nochmal mit dem Team rein. Danke für das Pupfer-Jersey. Ich gehe mit meinem Standard-Team rein. Ich gehe jetzt mal. Ist da Legendäre drinne? Nein, nein, das ist das, wo ich das Spiel durchgespielt habe. Du weißt schon. Ich verstehe. DK und all das. Soll ich dir mal mein Team nehmen, womit ich mein Spiel durchgespielt habe? Wenn. Ja, dann wäre doch ganz der Kampf dann. Hattest du nicht irgendwie, warte. Knackrack, der Spino, Feuerstarter. Ist da noch drin? Xerox. Nami Raidon wollte ich gerade auch ein Team mitnehmen, aber nee. Lucario. Riffex. Und Knackrack, ja. Ja, mit dem Team habe ich das Spiel durchgezockt. Ja, ich versuche immer, immer neue Pokémon im Team zu nehmen. Eine Regionalform die, und sonst halt die neuen. Wenn es eine Evoli-Form mal geben würde, würde ich die mal wieder mitnehmen. Ja. Bam, badam, badam. Langsam weiß ich schon, welches Pokémon du am Anfang nimmst. Ja, natürlich. Ich muss es ja am Anfang direkt nehmen, dass es Ding machen kann. So eine Verwandlung. Nein! Genau, deswegen hat es die Flinkklaue drauf. Mach das noch. Ja, wir machen auch danach wahrscheinlich Ende Gelände. Genau, Gift. Oh, das wusste ich nicht. Oh, Scheiße. Gut. Das ist ja gar nicht toll. Alle Figuren sind auf ihrem Platz. Hey, komm zurück. Ach ja, das trifft ja auch, wenn ich in der Erde bin. Ich meine, es ist ein Erdbeben. Ja. Immer musst du den jetzt nicht extra einen Grab schaufeln. Der ist ja schon unter der Erde. Ja, richtig. Endlich. Der ist schon mal weg. Erste.
Ja, das mit den Giftspitzen, das ist nervig. Das glaube ich dir. Oh nein. Jetzt darfst du dreimal raten, der kommt. Der Müllmann, was? Hier, um die Ponytops mitzunehmen. Gehen diese Giftspitzen einfach mal irgendwann weg? Was ich wüsste. Kannst brennen, aber das Gift wird dich trotzdem immer wieder heimsuchen. Lüge. Ah, sind verschwunden. Egal, noch Schweif. Hä? Na scheiße, du bist trotzdem schneller. Ja, natürlich bin ich schneller, ich bin der Speedmann. Ich bin der Mann, der alles kann. Und gute Performance in SeaWorld lege ich auch noch hin. Scherz. Das gefällt mir aber nicht. Arrivederci. Das hat trotzdem gut gemacht. Ja, ich liebe Delfin, Mann. Meine zu viel Schaden, Sherrocks. Na, ruhig. Ich habe ja noch genug Spaß. Also, wer schneller? Nice. Mensch. Habe hier gar nicht kommen sehen. Ja, wir müssen das. Ich habe jetzt nur noch irgendwelche Typen, die jetzt ja, die nicht mehr allzu viel können. Oh, ich bin schneller. Aua. Na, jetzt Also ich müsste es Schaden aber mache. weg sein. Oh. Ja, das bin ich auf jeden Fall weg. Aha. Oh, ein Crit. Pokémon ist eigentlich noch. Ach, ist Gift nicht eine tolle Fähigkeit? Nein, eigentlich nicht. Ich find's super. Ah, noch drei. Xerox. Fehlt noch. Reflexes. Das wäre zu lustig gewesen. Wäre das Ding Yes. jetzt eingefroren. So. Okay. Ja, ich habe ja sonst nichts mehr Besonderes. Das andere Vieh ist vergiftet. Ja, stimmt. Ja, dann war das clever.
Beulenhelm, let's go. Egal, Beulenhelm. Jetzt kommt der Gegenschlag. Gut. Fisch speichere auch. Komm du. Oh nein. Den hast du ja auch noch. Was schön mit dir, Lucario. Das heißt, es ist alles oder nichts. Ja, nee, er hat noch drei Pokémon, ich habe keins mehr. Außer Xerox. Nee. Das war's. Das ist doch zum Abbruch sehr schön. Ja. Können wir es eigentlich auch lokal mal machen? Dass wir halt uns zusammen in eine Lobby bewegen können, geht das? Ja. So habe ich auch meinen Delfinator entwickelt. Aha, verstehe. Dann können wir nächstes Mal ohne Cheat spielen und dann halt versuchen, Shinies zu handeln. Stimmt, ja, das können wir machen. Aber wie geht das denn? Rein theoretisch, wenn da jetzt ein Shiny spawnt, kriegst du das dann nur oder ich? Ist das nur oder wie läuft das? Weiß ich nicht, da muss ich nach. Da müssen wir nachgucken. Ja, da geht der eine Schau auf Shiny Hand und dann kommt der andere von hinten und holt sich es. Ja. Oh nein, ist das süß mit Fukano. Was denn? Das süß läuft. Ah. Oh. Bei Shiny Spawns kann nur einer den fangen. Ja, toll. Das wäre dann wieder blöd. Aber ich müsste mir nächstes Mal echt diese Items holen. Wo kann man sich die ganzen kaufen? Sowas wie Flinkklaue, Beulenhelm. Ich weiß gar nicht, wo ich den Beulenhelm. Ich denke mal einfach in diesen Botebeutel, glaube ich, heißt der Shop, wo man all die guten Sachen bekommt. Okay, wo ist das? Oh, die sind in fast jeder Stadt gibt es eins. Musst du kurz auf der Karte gucken. Din, 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 din. Ja, das ist ja auch egal. Naja, der Botebeutel direkt in der was in der Stadt der Wasserarena. Ah ja. Kann man direkt vom Ding hinkommen. Vom unteren, oder von dem Nord Focus Center. Ja gut, dann würde ich sagen, aber gehe ich jetzt erstmal auf. Ja. Und dann können wir aber nicht. Die Tage Zeit habe, können wir gerne mal so ein Shiny Hunt Stream machen, wenn du möchtest. Ja, das können wir machen. Der Erste, der kommt, der mal zuerst. Oder wir duplizieren es dann und schicken es dann den jeweils anderen. Gibt bestimmt auch einen guten Weg dafür. Richtig. Alles klar. Denn. Alles klar, Dennis, gute Nacht. Wir gehen jetzt auch schlafen, also ich bin zumindest. Ja, ich gehe auch gleich. Richtig. Bam, 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 bam.